Zeit. Verlasse Gebiet. 0 Turmteil und 7 Geheimnisse entdeckt übrig. Also 7 Geheimnisse haben wir da irgendwo übersehen. 7. Das muss man sich mal reinziehen. So, jetzt wechseln wir nämlich das Gebiet hier. Und kommen halt in die Höhle rein. Aber gut, ich habe... Das Schöne ist ja, dass ich, nur weil ich mich mal mehr umgeguckt habe, habe ich hier die ganzen Wege gefunden und ich habe jetzt nicht mal ein Rätsel gelöst, was ich vorher nicht hätte lösen können. Im Gegenteil, ich habe jetzt rausgefunden, wie eins funktioniert, ja. Nein, noch ist hier drin nicht so kalt. Wie gesagt, eine zweite Ölfackel, ne? Das wäre gut gewesen. Und jetzt gucke ich mich hier aber auch erst in ganz in Ruhe um. Ob es hier Sachen gibt? Nee. Na, hier ist nichts. Ich glaube, ich würde mir ganz gerne noch mal eben ein bisschen Schlaf gönnen. Einfach nur aus Prinzip. Wer weiß, wann ich wieder dazu komme. Und ich muss mir halt so ein Feuerchen machen. Das hält auch keine 3 Stunden, aber... Sleep disturbed by heat. Echt? Zu warm? Willst du mich verarschen? Okay. Ja, aber jetzt doch nicht mehr. Beginne Schlaf. Jetzt bin ich gleich unterkühlt. Pass mal auf, wenn ich aufwache. Ja, komm. Nee, alles in Ordnung. Okay. Wasser sollte ich hier dann tunlichst vermeiden. Okay, ich kann mal jederzeit Wasser nachfüllen. Hier geht's doch irgendwie, muss es da doch durchgehen. Oh, da habe ich eine Idee. Ich habe diesen... Die Frisbee... Die habe ich viel zu selten eingesetzt. Um durch sowas durchzukommen. Wow. Geheime Höhlen sind für erfahrene Forscher gedacht. Ja. Bin ich nicht, oder? Das ist eine geheime Höhle hier. Ich glaube, in der war ich auch noch nicht drin. Oh nee, hier war ich noch nicht. Glaube ich. Also es mit dem Wasser ist nicht gut. Da darf ich echt nicht reinfallen, wenn es irgendwie geht. Okay. Es sieht aber... Ich finde, wie gesagt, es sieht phänomenal hier aus. Es gibt auch noch schönere Ecken. Hier ist gerade ein bisschen karg. Oh, was haben wir denn da? Damit was machen? Eigentlich nicht, ne? Dann könnte ich es irgendwie... Lass uns mal den Leuchtstab hier hinwerfen und ein Rohr in die Hand nehmen. Ne, kann man nichts mitmachen. Und Fackel wieder in die Hand. Hier geht es doch aber hoch. Oh Mann, ich verlaufe mich hier bestimmt. Gottes Willen! Die tun nichts. Ich habe hier nur nicht damit gerechnet.
Das sind so kleine nervige Igel und die. Die tun eigentlich nichts. Aber ich hatte doch mal erwähnt, ne? Ja, ich hab schon gespielt und ich werde mich vielleicht nicht nochmal an denselben Stellen verjagen, aber doch. Das war eine etwas andere Stelle, aber es war dasselbe Viech. Ich werde irgendwann nachher nochmal die andere Szene reinschneiden, wo ich mich auch so verjagt habe. Also hier ist wieder nichts mit Schlafen. Was bist du? Ah, ich hab mich verjagt. Tust du mir was oder nicht? Das können auch sehr viele sein von denen, aber sie tun mir wirklich nichts. Sternzeichen vergibt einen Bonus. Schneller trocknen. Cool. Nee, das ist die ganze Höhle. Kenne ich überhaupt gar nicht. Hier war ich überhaupt noch nicht. Ach, jetzt sind wir wieder da. Vergibt einen Bonus. Schneller trocknen. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da durchschwimmen muss? Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt entlang schwimmen will. Eigentlich möchte ich es nicht. Schwimmen ist tödlich in solchen Höhlen. Ich würde ja ganz gerne speichern und schlafen, aber dafür müsste ich auch um. Dafür müsste ich jetzt ein bisschen. Bräuchte ich so ein Kraut hier? Echt? Nee. Also, da könnte ich vielleicht was entdecken. Das ist durchaus möglich, dass ich das könnte. Aber das möchte ich hier gerade nicht. Nein, ich glaube auch, es würde mir gar nichts bringen. Was ist denn da oben? Kann ich ducken? Da oben geht es doch irgendwo hin, oder nicht? Nee, das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant. Lass uns hier mal wieder rausgehen. Ich muss nicht jedes Artefakt haben. Und diese Höhle ist noch. Ach doch, wir können auch hier entlang laufen. Ah, stimmt. Hier war ja auch noch ein Weg. Moment, ich will nur was überprüfen eben. Wir müssen nochmal zurück hier. Das sieht geil aus, oder? Aber hier ist kalt. Minus 10 Grad ist es. Hier ist es richtig kalt. Oh, wir müssen was trinken. Pass auf, dann nehmen wir doch die hier eben. Das bringt uns beides. Und ich weiß nicht, wofür diese Kristalle sind. Aber sie haben einen unheimlich interessanten Klang. Ich würde da ganz gerne mal eben runter. Aber das lässt sich ja machen. Nee, vielleicht lieber dahin, wo ich es auch sehen kann. So, ich hoffe nicht, dass das ein Fehler war. Und ich hier nicht wieder raufkomme. Nee, hier war ich ja noch nicht. Haha, Relikt des Lebens. Maximale Gesundheit plus 25. Da hatte ich mal eins von gefunden. Aber nicht dieses hier.
Sehr cool. Der sollte unser Ziel nicht aus den Augen lassen. Das Ziel ist in die Richtung. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie wieder hochkommen. Können wir den da oben hin feuern? Jo, Fallschaden. Hat uns ja doch gut Gesundheit gekostet. So viel. Super. Kriegst du maximale Gesundheit dazu und kriegst auch gleich was abgezogen. Wegen Blödheit. Okay, lass uns. Dann haben wir hier doch so was Jump'n'Run-mäßiges. Ach komm, vielleicht so aber. Kannst du das nicht irgendwie anders werfen? Ja, das wird doch gehen. Mir wird kalt. Okay, alles klar. Wir sind wieder oben. Wir müssen in die Richtung... Ja, aber hier kann ja jeder entlang laufen. Was ist denn mit links eigentlich? Ich hätte ja auch links gehen können. Es gibt hier so viele Wege in diesen Höhlen. Und in der jeder Ecke kann sich irgend so ein Artefakt verbirgen. Und letztendlich helfen die mir beim Überleben. Springen wir hier mal durch. Die Geräuschkulisse ist einfach nur großartig. Da habe ich mich gefragt, was es hier mit diesen Eiern wohl auf sich haben könnte. Ne? Da war ich also schon. Aber ich habe mir die Wege jetzt hier nicht gemerkt. Ach, okay, da bin ich rausgehüpft. Alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich mag auch nicht ausschließen, dass ich jetzt hier auch schon wieder Artefakte übersehen habe, die ich im ersten Versuch zufällig gefunden habe. Aber ich weiß, dass ich mich jetzt genauer umgucke. Ne, da will ich nicht rein in das Wasser. Guck mal, den hatte ich zum Beispiel auch übersehen. Den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Obwohl der da offen im Weg liegt. Ach doch, nee, den hatte ich mitgenommen. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, hier haben wir einen Speicherstein. Kann man speichern, ohne zu schlafen. Ist eine coole Sache. Und Moment, ich habe doch hier eben... Hier war doch Wasser, oder? Ja, hier war Wasser. Das nutze ich mal eben die Chance und trinke mal eben was und fülle die Wasserflasche gleich wieder nach. So, jetzt sieht das da auch ganz gut aus. Dann speichern wir nochmal. Warship Tabulate. 4 Artefakte, ein Relikt des Wassers, ein Relikt des Nachts, ein Relikt der Athletik, ein Relikt der Nahrung, 2-mal Relikt des Lebens. Einige Tümpel in Höhlen werden von den Gezeiten beeinflusst. Okay. Wir können hier Kerzen anzünden. Bringt ein schönes Licht. Oder? Sieht cool aus, ne? Wie kalt ist es jetzt hier? Kalt. Nee, 7 Grad. Geht. Naja, okay. Aber wie gesagt, lieber die Fackel anlassen. Und, ja, wir müssen hier diesen Tümpel durchqueren. Und, da kann man außen drum herumlaufen. Aber ich zeige euch mal, was ich mal im ersten Versuch gemacht habe. Aber ich hoffe, ich denke dran.
dass ich das Video nochmal durchgucke jetzt hier und das alles reinschneide. Weil das würde ich ja schon ganz gerne machen. Dann entgeht ja niemandem was. Es war eine blöde Idee, hier durchzuschwimmen. Es war eine echt blöde Idee, durchzuschwimmen, jedenfalls. Ich erfriere. Ich muss mich mal ganz kurz aufwärmen eben erstmal wieder. Bis ich getrocknet bin wenigstens. Warning. Operator cold and wet. Temperature dropping. Drohne Unterkühlung. Ja, hallo! Operator cold and wet. Temperature dropping. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts tun. Ich werde hier sterben, was? Okay, pass auf. Das ist egal. Wir gehen jetzt weiter mit dem Kristall. Hier kann man nichts machen. Ich muss den Tümpel durchqueren, hat das geheißen. Land. Ja, ich weiß. Okay, pass auf, lass uns die Kerzen hier anzünden. Die wärmen uns ein bisschen. Ist nur die eine Kerze, ne? Ja, egal. Wir brauchen das Feuer. Jetzt hier schlafen ist, glaube ich, nicht so geil, ne? Oh Gott, ich verliere Leben. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe einfach schlichtweg. Boah. Ups. Beben, beben. So, und dafür hat man auch diesen Leuchtstab bekommen. Emittiert Lichttemperatur plus 10 Grad. Ach, der bringt mir Wärme und nimmt die Luftfeuchte weg. Der trocknet mich also. Und das ist, emittiert nur Licht. Okay. Jetzt nicht rein. Hä? Wieso bin ich denn schon hier? Warum bin ich denn schon hier? Bin ich da letztes Mal so an vorbeigelaufen? Krass. Okay, zünden wir hier mal an. Ist ja komisch. So. Auch so ein Schrein wieder. Und nee, das machen wir schon mit der Fackel. So. Foto. Das hier ist seltsame Nahrung. Bringt aber unheimlich viel Kalorien. Macht aber durstig. Das hatte ich auch mal immer sehen, leider. Dass es durstig macht. Und dann wäre ich auch. Hatte ich ein Problem. Und hier ist so ein Rad. Ich möchte das jetzt gerade noch nicht drehen. Wir könnten uns hier allerdings nochmal Schlaf gönnen, aber muss ja jetzt noch nicht sein. Lass uns hier mal gucken. Das ist etwas, wo ich nicht rein möchte unbedingt. Mit dem Wasser. Also gehen wir mal hier hin. Hier liegen nochmal Steine. Wasser ist hier auch nochmal, okay. Okay.
weiß gar nicht, ob ich hier war. Ich muss hier gewesen sein, aber ich bin irgendwie aus einer anderen Richtung gekommen. Wie, da ist das Ziel. Wieso ist denn da das Ziel? Ich bin auch aber später hier entlang gelaufen. Ich meine, diese verwinkelte Gasse kam ja... Ich bin doch aber genau an so einem Schrein mal gewesen. Moment. Dann drücken wir jetzt doch den Knopf da. Dann nee, schlafen wir erstmal hier. Jo, auf alle Fälle. Habe ich noch Inventarplatz frei? Nein. Das ist aber nicht schlimm. Dann nehme ich mir so eine Konservendose, schmeiße sie hin, schnappe den Stein, mach die Konservendose auf. Esse ich jetzt erstmal was? Mission Objective. Reestablishing Satellite Uplink. Highest Priority. Ja, komm, ey. Ne? Blitzbold, wie soll ich denn das machen? 26 Grad ist doch gut zum Schlafen. Dann schlafen wir mal hier 3 Stunden. Und speichern bei der Gelegenheit auch gleich nochmal. Komisch, also wenn es denselben Schrein nicht zweimal gibt.